Hallo, liebe Camper. Hier mal wieder ein Video aus unserer Werkstatt. Ihr verzeiht, hier schaut es noch ein bisschen nach Arbeit aus, aber heute war es ein sehr turbulenter Tag. Wir haben hier einen wunderschönen Kastenwagen, den wir gerade unsere Spezialität verpasst haben. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier eine Diesel-Truma, die Gas-Truma haben wir entsorgt, also die haben wir ausgebaut und haben hier eine Diesel-Truma eingebaut. Ein paar Arbeiten sind nur zu machen. Wir haben natürlich wieder hier die Ausschnittsvergrößerung gemacht, weil wir hier einen anderen Auspuff anbauen müssen, weil wir hier ja zwei Rohre haben. Einmal Luftansaugung für die Verbrennung und dann entsprechend die Abluft. Dann haben wir hier die Truma wieder befestigt, haben wieder alles angeschlossen. Die Dieseldurchführung, da wollte ich euch jetzt mal kurz mitnehmen. Da schauen wir mal auf die Seite. Ich habe extra noch offen gelassen. Das schaut dann so aus. Wir haben einen Tankentnehmer eingebaut. Habe die anderen Sachen noch nicht angeschlossen, dass man das noch ein bisschen sieht. Hier haben wir den Tankentnehmer eingebaut. Da geht dann die Benzinleitung, Dieselleitung weg. Nach unten zur Dieselpumpe. Da waren jetzt nur die anderen Sachen montiert und wieder draufgesteckt und wieder dicht gemacht. So schaut es aber aus, wenn man so einen Tankentnehmer einbaut. Dann wird sauber abgedichtet, damit da natürlich nichts passiert. Und ganz wichtig bei der Tankentnehmergeschichte ist natürlich, dass man, ja, ich sage jetzt mal, ich gehe immer lieber ein bisschen mehr, 4 bis 5 cm mit dem Röhrchen von unten wegbleibt. Warum? Damit man einfach, wenn man mit der Dieselheizung heizt und man vergisst, entsprechend mal Benzin nachzufüllen oder Diesel nachzufüllen, damit die Dieselheizung abschaltet und aber noch gut 30, 20 Liter, 20 Liter sollten schon noch im Tank sein, damit man nur ungefähr 100, 150 Kilometer auf alle Fälle fahren kann, um an die nächste Tankstelle zu kommen, egal wo man ist. Schweden sind ja die Tankstellen ein bisschen weiter auseinandergezogen wie in Deutschland. Aber das sollte man schon machen, damit man da dementsprechend safe ist. Was kriegt das Fahrzeug noch? Wir haben hier nur einen schönen Tresor eingebaut und Fahrersitz. Dann kriegen wir hier noch, was haben wir hier noch liegen? Das verbauen wir morgen noch. Eine Vibro, da haben wir wieder eine. Wir verbauen hier wieder mehrere Komponenten. Also einmal verbauen wir die SafeLock, dann den ProFinder, SafeLock 3, ProFinder, dann natürlich wieder das Vernetzungsmodul mit Bluetooth-Schnittstelle, sodass man auch vom Handy aus über Bluetooth zugreifen kann. Ein Kontakt ist ja serienmäßig dabei, haben wir noch einen zweiten Kontakt und einen dritten Kontakt, damit wir die Fenster, wo da verbaut sind, dementsprechend sichern können. Dann bekommen wir hier noch eine Abwasserheizmatte verbaut. Die brauchen wir, damit der Abwassertank unten nicht gefriert. Drum wird die nur unten eingebaut. Über den Abwassertank, das ist eine große. Ich nehme immer lieber die etwas größeren, damit man da sicher ist. Die ist für 150 Liter Tanks, funktioniert eigentlich super, haben wir ganz tolle Erfahrungen mit. Die werden sauber unten angebaut und mit dem Schalter nach innen gezogen, sodass man im Fahrzeug dann entsprechend ein- und ausschalten kann. Und ich muss sagen, kann man eigentlich gar nicht meckern. Hat bis jetzt eigentlich immer super funktioniert. In dem Sinn, was verbauen wir hier noch? Eine Box kommt da noch rein. Die bauen wir aber hier noch rein, weil die muss ja oder sollte unbedingt am gleichen Stromkreis wie die Truma angeschlossen sein, damit die sauber funktioniert. Und ja, dann haben wir eigentlich schon fast alles. Wir haben hier hinten nur eine Kleinigkeit. Das ist bei dem Fahrzeug so ein kleiner Schwachpunkt. Wir matzen den nochmal ein bisschen aus. Wir haben hier hinten die Wasserpumpe verbaut und da hinten im Eck, da ist wenig Isolation drin. Und da ist die Schwierigkeit, dass das so ein kleiner Schwachpunkt ist. Wenn es richtig kalt ist, kann sein, dass da hinten die Leitung, sieht man ja die blaue Leitung nach hinten gehen und die geht hinten an der Wandung entlang und nach unten. Und da ist ein bisschen wenig Isolierung drin. Und da wird es schon immer richtig kalt da drin. Der Kunde hat sich da beholfen, indem er da einen Heizschlauch hingemacht hat. Ist aber alles bloß nicht schön.
Drum isolieren wir das jetzt nur ein bisschen aus und werden dann dementsprechend schauen, dass das vom Gefrierpunkt fern bleibt, damit da nichts passiert. Genau. Elektrische Anlage ist schon eine tolle verbaut. Die grünen Geräte, tolle Sachen, also wirklich sauber eingebaut, tolle Sache. Kann man nicht meckern, ist echt eine tolle Geschichte. Und ja, wir machen jetzt den Rest gar mit der Heizung und dann sind wir hier schon mit dem Fahrzeug. Hier ein Fahrzeug stehen. Ein teilintegrierten Carado. Jetzt gehe ich mal mit euch nach oben. Hier haben wir nämlich schon die Solarplatten verbaut. Voilà, 2x 120 Watt Blackline von der Firma Büttner. Haben hier den Kabelkanal schon vorgelegt. Hier haben wir die Kabeldurchführung schon dementsprechend. Das wird jetzt morgen noch ein bisschen schick verzogen und alles sauber gemacht. Dann sind wir hier oben auch schon wieder fertig. Und dann kriegen wir hier noch im Fahrzeug einen Wechselrichter. Und hier in die Seite machen wir das mal nicht unterm Sitz, sondern hier bauen wir noch eine Ebersbecher Standheizung ein. Und 1500 Watt Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung kommt dann noch rein und ein kleiner Batteriecomputer, genau, damit man auch dementsprechend immer ablesen kann, was letztlich passiert. So, in diesem Sinn eine kleine Info aus der Werkstatt. Ich bedanke mich ganz herzlich und wir hören uns wieder. Bis bald.